Moin Leute! Wir haben uns noch ein bisschen in den Wald verfahren, ne? Ja, plötzlich standen wir im Wald. Mit dieser Enduro-Maschine. Offroad. Nein, also wir haben einfach hier an der Straße einen kleinen Stopp gemacht. Hier geht es so ein bisschen in den Wald rein und wir dachten uns, das wäre doch mal als Setting heute ganz nett, auch wenn es natürlich nicht ganz standesgemäß ist für diese Art von Motorrad. Aber wir haben herrliche Sonne, wir haben herrliches Rot. Genau, also ich finde auch, wenn wir jetzt mal, also ihr könnt euch natürlich denken, worum es geht, um die Speed Triple RR. Werner ist sie jetzt das erste Mal gefahren. Ich würde aber trotzdem gerne mit der Optik anfangen, weil ich finde das gerade... Das können wir gerne machen, das knüpft ja auch an die Vorstellung an. Ich habe mich den ganzen Winter auf diesen Moment gefreut. Ja. Als wir sie präsentiert haben, diese drei Motorräder, habt ihr ja gemerkt, ich war von diesem Kraftrad extrem begeistert. Und jetzt haben wir heute endlich den Moment gefunden, mit dem Apparat mal ein bisschen zu fahren. Ja, wir haben also Mitte April, steuern so knapp auf die 13, 14 Grad zu. Ja, und da kann man halt das erste Mal mit so einer Art von Motorrad auch mal eine kleine Ausfahrt machen. Also ich muss sagen, ich bin ja ein sehr großer Freund von den ganzen Modern Classics bei Triumph. Und die spricht mich aber total an. Tut sie. Also sie ist eigentlich, sie hat völlige Alleinstellungsmerkmale. Von den Modern Classics gibt es, glaube ich, nichts, was so überzeugend umgesetzt wurde die letzten Jahre, ja, wie diese Speedy. Würdest du die denn auch bei den Modern Classics einordnen? Auf jeden Fall. Ja, also gerade finde, weil sie den klassischen Café Racer Ansatz hat? Oder auf jeden Fall. Also wenn man mal ganz ehrlich ist und wenn man ganz weit zurückgeht in der Triumph-Historie, Slippery Sam, die Ikone eigentlich, war eine Dreizylinder-Triumph, mit der Triumph viele Meisterschaften gewonnen hat in den späten 60er und frühen 70er Jahren. Und daran knüpft dieses Motorrad für meinen Geschmack auf jeden Fall an. Sie hat das, was ein Modern Classic haben muss. Sie hat einen Rundscheinwerfer. Sie ist wirklich ein klassisches Sportmotorrad, ohne jetzt irgendwie wildern zu wollen im aktuellen Sportersegment, sondern ganz klar auf klassischer Café Racer Linie. Also im Endeffekt direkte Tradition von Königswellen, Ducatis, von La Verda SFC. Also sowas in die heutige Zeit transportiert, müsste so aussehen. Ja, und was ich auch festgestellt habe, also wenn du mir gesagt hättest, Paddy, rotes Motorrad. No go. Never. Mhm. Never ever. Ja, aber das ist schon ein schönes Rot. Ja, und es ist ja auch ein anderes Rot. Es ist eben nicht das klassische italienische Rosso, sondern es ist einfach ein ganz, ganz tiefer, satter Ton irgendwie. Ja. Und ich glaube, das will dieses Motorrad auch sein. Es ist kein Hooligan wie vielleicht die Speedy. Es ist eher so ein Gentleman-Motorrad, würde ich sagen. Von der optischen Anmutung auf jeden Fall. Ja, aber ich dachte mir auch am Anfang, ach Mensch, warum starten sie nicht irgendwie die Modellreihe zumindest mit einem schwarzen Modell? Nein, sie haben weiß und rot gewählt. Das stimmt, das finde ich eigentlich ein recht mutiger Ansatz. Ja. Heutzutage wollen ja die meisten Leute Schwarzmalerei. Wir wissen ja, im Meckers kann die Farbe nicht aufstehen. Und das ist wirklich ein Hingucker. Dir gefällt ja sogar die Weiße sehr gut, ne? Ja, also eigentlich sowohl Weiß als auch Rot sind überhaupt nicht mein Beuteschema. Aber ich weiß nicht, ob es an der Linie liegt, an der Linienführung. Bei dem Motorrad sind die Konturen einfach wichtig. Das weißt du als Fotograf besser zu beurteilen als ich. Man kann halt bei beiden Farben wirklich sehen, was der Designer sich da so an Formsprache überlegt hat. Also gerade jetzt hier, wir sind ja in einer knalligen Sonne, was eigentlich zum Filmen nicht so ideal ist. Ja, das stimmt. Aber bei dem Motorrad, du siehst hier unheimlich viel Schatten, ne? Ja. Also du siehst die Spiegelung, die Sonne, ja, das ist... Genau. Das ist einfach ein Genuss. Ihr werdet so ein bisschen die Carbon-Elemente schimmern sehen. Das ist auch, wenn man fährt, ganz toll, wenn man da reinschaut auf dieses Cockpit. Ist rechts und links von Carbon eingefasst, also sehr, sehr edel, sehr, sehr wertig. Ja. Das ist schon mal so der erste Eindruck eigentlich. Aber jetzt wissen wir ja, du bist selber Besitzer der Speed Triple. Das stimmt, da habe ich ja mich auch schon ausgiebig vor der Kamera geäußert, mehrfach. Ja, geäußert, geschwärmt, könnte man sagen. Geschwelgt geradezu. Überschwängliche Lobeshymnen. Genau. Und ich glaube, für die Zuschauer ist vor allem jetzt mal so ein bisschen interessant, wie denn der direkte Vergleich ist. Gerade für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen am Überlegen sind, die vielleicht auch schwanken, dies oder jenes Modell. Sind die vergleichbar? Sind das zwei völlig unterschiedliche Typen von Motorrädern? Sprechen die unterschiedliche Zielgruppen an? Werner, hau mal raus.
Also Sie sind vom ersten Fahreindruck, den ich ja heute Morgen gewinnen konnte, erstmal schon sehr nah beieinander, was die ganze Charakteristik anbetrifft. Ist ja auch logisch. Die Technik ist im Endeffekt nicht sehr großartig verschieden. Also sprich Gasspiel, Ansprechverhalten, Kupplung, Bremse, das ist alles sehr, sehr vergleichbar. Nun habe ich natürlich heute Morgen schon so ein bisschen gedacht, so beim Aufstehen schon so, Bückeisen bist du jetzt lange nicht gefahren. Der Winter war lang, das Essen war gut. Werner ist auch schon über 30. Ich bin schon über 30, ich überschreite sogar die 40er-Marke deutlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, kann man als älterer Herr mit so einem Ding vernünftig fahren. Das war meine Angst heute Morgen, ganz klar. Ich habe schon gedacht, na, meine Speedy wird deutlich bequemer sein. So, boah, die Stummel sind recht tief. Ich weiß, dass die Rasten noch mal 1,5 cm höher sind. Kriege ich da gleich einen Krampf im Oberschenkel? Was passiert da mit mir? Ja, losgefahren, aufgestiegen, losgefahren. Dachte ich mir, passt. Fährt eigentlich wie eine Swaxton mit den etwas tieferen Stummeln. Das kannst du absolut vergleichen. Fährt wie eine Daytona 675. So von der Anmutung, von der Sitzposition und so weiter. Es ist nicht unbequem. Es ist natürlich fordernder. Ja, sind Stummel immer. Also Stummel, alles, wo du extrem weit vorn übergebeugt bist. Stummel sind, wenn ich es mal hart ausdrücken darf, nichts zum Rumlullern. Im Endeffekt ist es nichts für Kreisel, ist nichts für 30 km/h Verkehr. Ja. Das muss man ganz klar wissen. Sobald es aber in die offene Landstraßenbereiche geht, da werdet ihr merken, wow. Kontrolle übers Vorderrad, Rückmeldung von vorne, ist noch mal eine andere Liga. Und sie haben viel technisch verbessert, das habe ich sofort gemerkt. Ich habe zum Beispiel damals ein bisschen mich beklagt, ja, der Leerlauf ist so schwer zu finden bei den Speedies. Das war nicht nur bei meiner so, sondern auch noch bei 4 anderen, die ich gefahren habe, von 2 Kumpels und auch bei diesem Triumph Track Day damals. Das ist bei der wunderbar. Das Getriebe ist butterweich zu schalten. Den Leerlauf findest du sofort. Das ist also alles, da müssen die nochmal Feintuning gemacht, ne? Da müssen die nachgeschärft haben, das denke ich auch. So, weißt du, was der größte Aha-Effekt tatsächlich war? Ja. Das Fahrwerk. Dieses semi-aktive Öldienstfahrwerk. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, so Kabel überall da in die Elemente rein und hält das denn und kann das wirklich? Leute, ihr werdet das nicht glauben. Sie ist sowas von komfortabel abgestimmt, wenn du erstmal losfährst. Wir sind ja los von der Firma und hier war es ja auch teilweise wellig, buckelig. Runzeln im Asphalt. Nicht die besten Straßen. Ideal. Also, wenn du dann aber ein bisschen anlastest oder auch mal härter anbremst, dann ist dieses Fahrwerk plötzlich ein reinrassiges Sportfahrwerk. Also, das deckt so einen breiten Bereich ab. Ohne, dass du was tun musst. Ohne, dass du überhaupt... Also, du musst nicht während der Fahrt irgendwie umstellen, anderen Modus, nein. Fahrwerk verändern, oder? Und ich denke, da sind dann nochmal richtig Potenziale vorhanden. Mhm. Von Racetrack über wirklich schnelle Passagen in Alpen oder so. Aber vom Grundsetup erstmal dürfte das für 85% der Leute erstmal super reichen. Wenn man sich jetzt erstmal darauf eingelassen hat, wenn die Muskeln ein bisschen warm sind, geht das erstaunlich gut. Höhe der Fußrasten, überhaupt gar kein Problem. Dadurch, dass der Lenker relativ nah an einem dran ist, muss man sich auch nicht mehr wie früher auf einer alten Königswelle so richtig lang machen. Handlich. Oft ist es ja so, dass bei Stummellenkermotoren dann einige Angst haben, dass das nicht so flott ums Eck geht. Überhaupt gar kein Problem. Der sehr sportliche Pirelli, auch kein Problem. Hattest du ja auch, ob das temperaturmäßig schon passt. Aber jetzt hier so ein bisschen Landstraße und wir sind ja nicht mal ansatzweise auf der Kante. Nee. Alles gut. Muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Ist halt so ein bisschen das Kreuz. Wir sind zwar ins Hamburger Umland gefahren, also ja. Wir sind einfach ein bisschen raus hier, Ahrensburg, Großhansdorf. Das ist zwar landschaftlich dann schon ganz nett, man hat auch ein paar Landstraßen, aber es ist natürlich trotzdem nicht Weserbergland, Harz, Alpen. Nee. Das ist es sicherlich. Das ist so ein bisschen nicht. Unser, ja... Unser das ist das Manko, was wir um Hamburg rum halt einfach haben. Definitiv. Mhm. Klar. Also, für wen ist dieses Motorrad geeignet? Also jemand, der vielleicht schon ein anderes Motorrad hat und sagt, ich möchte so eine richtig große Liebe haben. Beim Putzen, beim aus der Garage schieben, beim in die Sonne stellen und dann für die genießerische, meditative Feierabendrunde, wo es auch mal ein bisschen flotter sein kann. Glaube ich, ist das schon ziemlich ideal. Und jeder, der auch, sag ich mal, sagt, ich möchte ein bisschen ambitionierter sein, ich möchte ein bisschen mehr. Ich dafür sowieso. Möchte vielleicht auch mal auf die Rennstrecke. Ja, dafür, glaube ich, optimal. Ich möchte auch mal, also gerade wenn wir jetzt mal über die Hamburger sprechen, die halt auch sagen, okay, ich
pack das Ding mal auf den Hänger und fahr mal irgendwo hin, wo es dann auch wirklich streckenmäßig nochmal ein bisschen, ja, sagen wir mal, fordernder ist. Also sobald ihr da wirklich Abschnitte habt mit so mittelschnellen Kurven, so, sagen wir mal so 80 bis 120 km/h Kurven, wo man im legalen Bereich, eben noch fast legalen Bereich bleibt, ist das schon ganz, ganz großes Kino, dieses Motorrad. Das muss ich wirklich sagen. Motor sowieso, kennt ihr, Lampfrom, seidenweich geht da ans Gas, das passt alles. Da ruckelt nichts, da ärgert einen nichts, auch von der Geräuschkulisse toll. Lange nicht so ruppig wie manch anderer Mitbewerber. Das ist schon sehr, sehr ausgefeilt. Also wie gesagt, British. Sophisticated. Tja, kann man noch was dazu sagen? Also viel hast du ja schon über die, ich sag mal, normale Speed Triple erzählt. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die man herausstellen muss? Oder generell nochmal für diejenigen, die sich jetzt noch gar nicht mit der Speed Triple beschäftigt haben, sondern im Prinzip gleich bei der RR einsteigen wollen? Vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zum Unterschied zu der alten, zu der 1050. Oh, das ist, zur 1050 ist es natürlich sicherlich schon ein gewaltiger Unterschied. Weil, ich meine, ich sage das jetzt extra nochmal, weil Werner hat da schon drüber philosophiert. Aber ja, wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder jedes Video hier immer sieht. Deshalb wollte ich da nochmal ein klein wenig ausholen. Die 1050 gab es ja nie in so einer Version. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das einfach ein riesengroßer Unterschied. Dieser Motor ist nochmal breitbandiger. Er verliert untenrum nichts, wo die 1050er schon eine Macht war. Und hat aber oben wirklich nochmal eine ganze Schippe draufzulegen. Das muss ich schon sagen, das ist ein ganz, ganz großer Wurf, dieser Motor auf jeden Fall. Weil der auch so breitbandig ist, der kann halt einfach alles. Der regt nicht auf, der vibriert nicht wie Zange. Also natürlich ist es immer die Frage, wo du herkommst. Ne? Hast du vorher fast nur Zweizylinder gefahren, musst du dich erstmal an die Charakteristik eines Dreizylinders gewöhnen. Das muss nicht unbedingt jedem schmecken, ich glaube aber schon. Das Gleiche ist, kommst du von einem Vierzylinder-Sportler zum Beispiel, hast vorher eine 1000er GSX-R gefahren oder eine S1000 Doppel-R, wirst du damit auch deinen Spaß haben, weil untenrum drückt das ein bisschen besser, obenrum verlierst du aber nicht großartig was. Und die Klangcharakteristik bei einem Dreizylinder ist halt einfach einzigartig. Es ist ganz, ganz speziell. Das muss einfach jeder mögen. Also das Knurrige untenrum und dann obenrum, wenn sie wirklich anfängt so zu schreien, das ist schon... Und sie ist ja gar nicht mal so, also sie ist ja gar nicht mal so aufdringlich laut. Überhaupt nicht. Ne? Nee. Also ist schon so, dass man sich damit jetzt auch nach Österreich wagen kann, oder? Ich weiß gar nicht, mit was ist die angegeben, mit wie viel dB? Ist die über der Grenze schon? Also die Speedy war über dieser legendären Grenze. War leider, drüber vom Standgeräusch. 1 dB, ne? Ich bin jetzt überfragt, ob es bei der gleich geblieben ist oder nicht. Das müssten wir nochmal nachreichen. Ja, müssen wir nachreichen, können wir auch unten einblenden. Genau. Unvorhergesehene Frage gestellt. Im Idealzustand müsste man eigentlich beides haben. Ja, Werner, in deiner Halle ist, glaube ich, noch Platz. Ne? Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Wir bauen ja nun auch sowieso ein Stummellenker-Motorrad schon lange, Meckosch und ich. Und ja, dann noch eins. Und die Wachsen habe ich ja nun schon. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, also ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich finde sie bildhübsch, was ich nie gedacht hätte. Ich hätte eher gedacht, dass sie mir nicht so gefällt. Aber jetzt, vor allem, ich habe dich ja auch die ganze Zeit im Rückspiegel gesehen, weil wir haben ja so ein bisschen nach hinten gefilmt, damit wir ein paar Eindrücke haben. Und also wenn man Werner dann mit im Rückspiegel von hinten sieht, eins kann ich sagen, der Style-Faktor. Ja? Also, ja, der ist schon ganz weit vorne. Dankeschön. Also auf jeden Fall solltet ihr euch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Probe zu fahren. Ja. Also ganz bestimmt. Und vielleicht wirklich, wir haben ja nun kürzlich unser Probefahrtvideo gedreht, nutzt das ruhig mal aus, um beurteilen zu können, unsere Teststrecke zu fahren, die nicht lang ist. Aber dann merkt ihr schon, ist ein Stummellenker-Motorrad wirklich für mich was? Tut mir das wirklich in den Handgelenken so doll weh oder ist das gar nicht so schlimm? Also ich fand es zum Beispiel gar nicht so schlimm. Wenn du so ein bisschen Kraft aus dem Rücken hast und dich nicht abstützt, sondern wirklich versuchst, die Hände locker drauf zu lassen, dann ist das wunderbar. Ja, gut. In dem Sinne, ich glaube,
Es ist ein Motorrad, wo man sich schon genau überlegen muss, ob es das Richtige für einen ist. Ich glaube aber, wenn man sich dafür entschieden hat und sagt, das ist das, was ich will, dann bekommt man, glaube ich, wirklich, wie du schon sagtest, eine echte Liebe. Ja, das glaube ich auch. Ja? Das ist ein Motorrad, glaube ich, wenn man das gekauft hat, das gibt man auch nicht so schnell wieder her. Nee. Und vielleicht könnten wir sogar noch mal einen Teil 2 machen und das Ganze auf artgerechteren Landstraßen bewegen im Laufe des Frühjahrs nochmal. Das wäre nochmal ein bisschen bei dir da unten. Das wäre toll, weil dann könnte ich euch natürlich von den Fahreindrücken wesentlich detaillierter noch berichten, was sie gerade auf solchem Terrain wirklich richtig gut kann. Ja. Wir werden das auf jeden Fall mal versuchen. Müssen wir mal ein bisschen gucken, ein bisschen jonglieren, ob die dann verfügbar ist. Das ist das Problem, wenn die jetzt alle in den Laden strömt und die dauernd Probe fahren wollen, können wir natürlich... Ja. Nein, die ist ganz schlecht. Also fahrt die nicht Probe. Lass das. Ja. Also wir machen dann Ladenhüter draus und warten, bis sie so weit reduziert ist. Das ist hier Nein. Na gut, ihr Lieben. Wir tuckern jetzt gleich langsam zurück, wollen dann noch ein paar Aufnahmen machen im Hafen, damit wir auch ein bisschen was zum Einblenden haben. Dass ihr ein bisschen Fotos. Was Schönes zu gucken habt. Genau, machen wir noch ein paar Fotos, ein paar Detailfotos, weil das, glaube ich, ist immer ganz schön, wenn man die noch mit einblenden kann. Ganz bestimmt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare auch mal, was ihr von diesem Motorrad denkt und das Video drunter. Das hilft uns auch immer sehr weiter. Ihr dürft da nicht so schüchtern sein. Ja. Da wird keiner irgendwie kritisiert oder so. Also feuerfrei. Und in dem Sinne, kommt gut in die Saison. Bis bald. Tschüss.